Was ist die Empfehlungsexplosion? Ist das wirklich die beste Unternehmerveranstaltung, zumindest im deutschsprachigen Raum? Und ist es wirklich eine mittlere Lizenz zum Gelddrucken? Das stelle ich mal in den Raum. Überzeug dich selber in diesem Video. Ist übrigens eine Live-Aufzeichnung, wo auch Fragen gestellt werden können. Jawohl. So, die Empfehlungsexplosion. Übrigens haben wir hier schon mal vorsorglich einen Strand und Palmen aufgebaut, weil sie im nächsten Jahr, das ist noch Ewigkeiten hin, wird sie hybrid stattfinden in der Karibik, in der Dominikanischen Republik und weiterhin online. Und das Erste, was du in diesem Seminar dann sehen wirst, ist die Frage, hey, woher kennst du eigentlich deinen Lebenspartner beziehungsweise Ex-Partner, wenn du gerade offen bist für neue Bewerber? Woher kennst du deinen Lebenspartner? Drei Möglichkeiten. Hast du jemanden angerufen oder angeschrieben? Du, genau dich, dich will ich haben und weil ich dich haben will, deswegen musst du mitkommen. Wer hat seinen Partner so kennengelernt? In der Regel meldet sich dann immer ein Scherzkeks und alle anderen lachen. Ja, worüber lacht ihr? Das nennt sich Kaltakquise. Machen 100.000 Deppen jeden Tag, nehmen das Telefon an, rufen, nehmen das Telefon, rufen irgendjemanden an, labern den voll, ne, gehen zu Verkaufsseminaren und lernen noch mehr Sprüche und noch mehr Techniken. Ich bin so toll und deswegen musst du mich jetzt auch wollen. Tja, oder die moderne Variante. Auch noch feige, nervig und feige, Leute anschreiben über Messenger. Hallo Roman, kannst du aktuell neue Kundenaufträge annehmen? Alter, was bist denn du für ein Vogel? Kennen wir uns? Du scheinst doch wohl selber Aufträge zu brauchen, wenn du mich hier so peinlich anschreibst, ha? Ja, sowas also schon mal nicht. Zweite Möglichkeit. Wer hat seinen Partner kennengelernt, indem er ein großes Plakat gemacht hat, all seine Vorteile aufgeschrieben hat, was macht mich aus, was macht mich gut, ne, und darauf gewartet hat, dass jemand vorbeiläuft und dieses Plakat liest? Und wieder, die meisten lachen. Ich frage erneut, hey, worüber lacht ihr? Das ist Marketing, ein Multimilliarden-Euro-Budget. Schreib deine Botschaft irgendwo hin und warte, dass jemand vorbeiläuft und sich ja deswegen für dich entscheidet. Wir haben eine Unsumme Geld ausgegeben für dieses abgefahrene ja, Plakat und hoffen, dass jemand vorbeikommt und es liest, der sich für Hafermilch interessiert. Ja, ganz toll. Ja. Oder auch Werbung schalten in Facebook. Und ihr seht mal hier, ich will jetzt gar nichts gegen diesen Typen sagen. Ich kenne den nicht. Ja, aber das sieht man doch immer häufiger. Er wird überwiegend ausgelacht. 26 Reaktionen, er wird ausgelacht. Mittlerweile ist es so weit, dass sich Leute in Facebook-Gruppen verabreden und die Leute zerlegen, die Werbung in Facebook schalten. Dritte Möglichkeit. Wer hat seinen Partner kennengelernt? Über ein gemeinsames Hobby, auf einer gemeinsamen Veranstaltung, weil man dieselben Freunde hat. Und siehe da, die meisten melden sich. Jetzt frage ich doch mal, warum sollten wir unsere Geschäftspartner nicht auf dieselbe Art und Weise kennenlernen wollen wie unsere Lebenspartner? Und genau da sind wir beim Netzwerken. Ich bin ein spiritueller Mensch. Ich glaube an Karma. Ich glaube, dass alles, was du ausstrahlst, das kommt zu dir zurück. Und gefällt es dir denn selber, wenn du dich jetzt durch Facebook durchscrollst und nur noch Werbung liest? Gefällt es dir selber, wenn du irgendwelche Spam-Mail bekommst von Copywritern? Gefällt es dir selber, wenn du angeschrieben wirst in Social Media, Messenger, in LinkedIn? Hey, ich habe ganz was Tolles für dich. Ist das grundsätzlich interessant für dich? All diese abgedroschenen Floskeln. Und wenn du das selber scheiße findest, dann sollten wir sowas vielleicht auch selber nicht machen. Das ist Karma. Ich glaube,
Bei einigen Leuten, die sind so einfach gestrickt, die wollen keine Kunden auf Augenhöhe, die wollen keine Geschäftspartner haben, die wollen einfach nur Idioten. Ja, komm, ich schmeiß mal da so ein bisschen Marketingbudget rein, mache ich Facebook noch reicher, ne? Und dann klicken da irgendwelche Idioten auf den Link und werden dann Kunde bei mir. Das ist doch kein Start in eine Geschäftsbeziehung. Übrigens, auch in diesem Webinar, es gibt zwei Möglichkeiten, warum du hier bist. Entweder jemand hat mich empfohlen, jemand aus meinem Netzwerk hat dieses Webinar an dich empfohlen, deswegen bist du hier, oder du bist in meinem Netzwerk. Aber ich schalte keine Werbung, ich mache keine Telefonakquise. Also was brauche ich nicht? Bin übrigens mit dieser Einstellung nicht alleine. Es gibt eine Umfrage vom Nielsen-Institut und da wurde gefragt, wie weit vertrauen Sie folgenden Werbeformen? Blau ist absolutes Vertrauen, gelb ist ja, vertraue ich einigermaßen, violett ist nee, vertraue ich weniger und rot ist scheiße, unseriös, hau mir ab damit. Und wir sehen auf den ersten Blick, mit großem Abstand ist die Empfehlung von Bekannten der Kanal, der am meisten Vertrauen erzeugt. Vertrauen ist die Währung 1 in der heutigen Zeit. Und tragischerweise hat kaum einer eine Strategie, wie er mehr Empfehlung bekommt. Genau das machen wir in der Empfehlungsexplosion. Übrigens, überhaupt nur zwei andere Werbemittel haben mehr Vertrauen als Misstrauen. Das ist die Online-Konsumentenbewertung, also TripAdvisor, 5 Sterne in Google, Proven Expert, oh, und auch da wird ganz schön gedreht, ne? Mit negative Ergebnisse ausblenden und positive kaufen und sowas. Ja, und es sind redaktionelle Inhalte in Zeitungen, Fernsehreportage, so etwas. Und ich glaube, mittlerweile ist selbst das gesunken, wo die Medien sich in den letzten Jahren hin entwickelt haben. Alles andere ist unter 50, naja, unter 47%. Markenwebsites immer noch recht weit oben, ne? Dominik, Glückwunsch dazu. Meine besondere Lachnummer, die ganzen Social Media, Online-Schnulli-Sachen, das sind die Schlusslichter im Vertrauen. Die Schlusslichter. Auch amüsant. Abonnierte E-Mail-Newsletter. 3% blau, 28% gelb, in Summe 31. 31% ist weniger als ein Drittel. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Leute abonnieren freiwillig einen Newsletter und knapp 70% vertrauen dem Inhalt nicht. Und da geben Leute Tausende von Euro aus. Ausbildung zum Verkaufstexter, zum Copywriter. Für was? Die Empfehlungsexplosion ist perfekt für organisierte Netzwerkveranstaltungen, für organisierte Netzwerker aus dem BVMW, aus dem BNI. Schreib doch mal in den Chat, wenn du in einem organisierten Netzwerk bist. Was gibt es ansonsten? Wirtschaftsjunioren, vielleicht Burnout-Netzwerk, ne? BNW, BVMW hatte ich bereits erwähnt, das gerne in den Chat schreiben, wenn ihr dort in Verbänden organisierte Netzwerker seid. Zu mir. Ich habe 2015 die Business Networking Academy gegründet. Und ja, sind wir jetzt schon bald in Richtung 10. Jubiläum unterwegs. Hab mich ausbilden lassen, um dort von den weltweit besten Trainern zu lernen. Übrigens, ich meine damit nicht von Tobias Beck, sondern gemeinsam mit Tobias Beck, ne, Dirk Kräuter, Marc Galal, Christian Bischoff. Ich gehe davon aus, dass wir alle dieselben Mentoren haben, weil sie dieselben Techniken anwenden wie ich. Mein Thema, Überraschung, das ist das Netzwerken. Ihr seht hier auch eine Empfehlungsexplosion. Ne, die hat im Taschenberg Palais Kempinski in Dresden stattgefunden, übrigens auch von ARD gefilmt. Das ist der Kameramann hier. Universitäten haben mich eingeladen, um den Studenten das Netzwerken beizubringen. Verbände haben mich eingeladen, Unternehmen, Messeveranstalter. Ich habe zwei Bücher publiziert, das Praxishandbuch für Netzwerkveranstaltung und die Empfehlungsformel.
also die Empfehlungsexplosion, ist eine verbesserte Umsetzung der beiden Bücher. Habe so ziemlich alles an Preisen gewonnen, was man in Deutschland, insbesondere im BNI-Netzwerk, an Preisen gewinnen kann. Netzwerker des Monats, Netzwerker des Jahres, Top 10, Top 5, Top 3 und so weiter. Habe selber ein Netzwerk gegründet, das wohl effizienteste Empfehlungsnetzwerk im deutschsprachigen Raum, das Empfehlungsteam. Habe das Online-Business-Speed-Dating geschaffen, wo jetzt in bald 4 Jahren in etwa 3000 Unternehmer durchgelaufen sind. Leite Mastermind-Gruppen, die Masterclass auf Networking und ich erwähnte bereits, die Öffentlich-Rechtlichen haben mein Leben als Netzwerker mit einer Dokumentation von immerhin 15 Minuten gewürdigt, verbunden vom Netz zum Netzwerk. Und so tiefenentspannt, wie ich hier in Bolivien gerade in der Weingegend bin, darf ich von mir behaupten, dass ich im deutschsprachigen Raum der Networking-Trainer Nummer 1 bin. Es ist möglich, 10-mal mehr Umsatz zu haben. 10-mal mehr Umsatz, eine unglaubliche Zahl, mit nur einem einzigen richtigen Netzwerkpartner. Und das wirst du schon selbst nach diesem Webinar, wirst du verstehen, dass und wie das möglich ist. Drei Dinge werden benötigt: die besten Techniken, motivierte, gute Kontakte und der richtige Rahmen, die richtige Energie. Beginnen wir mit den Techniken. Das hier ist wahrscheinlich die wichtigste Folie in der ganzen Präsentation. Jeder Kontakt ist wertvoll. Jeder Kontakt ist ein Schatz. Und deswegen hat jeder von uns eine solche Schatztruhe hier. Na? Andrea, Cornelia, Hannes, Harald, Mike, Petra, Ronny, wir alle haben eine solche Schatztruhe. Und jetzt ist die Krux beim Netzwerken, die Kontakte, die wir selber haben in unserer eigenen Schatztruhe, die sind für uns nicht relevant. Wir suchen B, haben aber A als Kontakte. Und bei anderen ist es genau das Gegenteil. Jetzt möchtest du dich gerade selbstständig machen. Du machst dich selbstständig als Community Manager. Und du suchst Trainer und Coaches, die dich beauftragen würden. Aber du kennst keine Trainer und Coaches. Die hast du nicht in deiner Schatztruhe. Du hast ganz andere Leute in deiner Schatztruhe. Und deswegen kannst du deinen Leuten nichts anbieten, was übrigens besser ist, eigenen Freunden was anzubieten und verkaufen zu wollen. Das lässt nämlich auch mal ganz schnell Freundschaften enden. Und Kontakte auszutauschen, das ist Netzwerken. Ich gebe dir Kontakte, du gibst mir Kontakte. Und diese Schatztruhe ist verschlossen mit 6 Schlössern. Diese 6 Schlösser habe ich die Empfehlungsformel getauft. Zunächst gibt es das Angebot. Man muss dein Angebot verstanden haben, um dich empfehlen zu können. Und jetzt denkt man häufig, das ist doch selbstverständlich, das ist doch logisch. Aber in der Praxis ist das gar nicht so einfach. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ein Zweibein sitzt auf einem Dreibein und isst ein Einbein. Da kommt ein Vierbein und klaut dem Zweibein das Einbein. Darauf wird das Zweibein ziemlich wütend, nimmt das Dreibein und schlägt nach dem Vierbein. Wer hat das verstanden? Schreibt mal in den Chat, ja oder nein. Wer hat das verstanden? Schreibt mal in den Chat, ja oder nein. Ist der Chat aktiviert? Ja, ist aktiviert. Oh, 3 Ausrufezeichen. Nein! Großbuchstaben, nein! Ein Zweibein ist ein Mensch. Wir Menschen haben zwei Beine. Ein Dreibein ist ein Hocker. Also so wie so ein Melkschemel, auf dem er gerade sitzt. Das Vierbein ist der Hund und ein Bein, das ist eine Hähnchenkeule mit einem Bein. Übrigens, danke fürs Mitmachen hier. Sehr fleißig. Okay. Ein Zweibein, ein Mensch, sitzt auf einem Dreibein, auf einem Hocker und isst ein Einbein, ein Hähnchen. Dann kommt ein vierbeiniger Hund und klaut dem zweibeinigen Menschen den einbeinigen Hähnchenflügel. Darauf wird der zweibeinige Mensch unheimlich wütend, nimmt
den dreibeinigen Hocker und will nach dem vierbeinigen Hund schlagen. Als Vegetarier lehne ich dieses Beispiel übrigens ab. Nach Hunden schlägt man nicht und man isst auch keine Hähnchenkeulen. Aber hey, ist das angekommen als Beispiel? Ist es angekommen, dass wir manchmal so reden? Dinge sind für uns vollkommen klar. Für andere ist das nicht klar. Man nennt das auch Betriebsblindheit. Schönes Beispiel, oder? Und gerade die in Verbänden organisierten Netzwerker, die wissen das. Die hören dort Leuten monatelang zu und haben trotzdem keine Ahnung, was sie machen. Dann muss Vertrauen vorhanden sein. Man muss dein Angebot kennen und man muss Vertrauen haben, um dich zu empfehlen. Als ich das Ganze ins Englische übersetzt habe, habe ich es Proof genannt. Ist das Vertrauen denn auch bewiesen? Ich meine, klar kann ich dem Menschen vertrauen, auf einer oberflächlichen, menschlichen Ebene. Aber hat er mir das Vertrauen denn auch bewiesen? Hat es mir auch gezeigt oder ist es nur ein Eindruck von mir? Drittens, Motivation. Jemand muss motiviert sein, um dich empfehlen zu können. Es gibt sechs Motivationsmethoden. Wenn du die falsche Motivationsmethode auf den falschen Menschentyp anwendest, geht das nach hinten los. Zielkunde. Man muss wissen, wen du suchst. Und hier merken schon sehr viele, dass sie ja nicht mal ihren eigenen Zielkunden kennen. Da kommt dann sowas wie, mein Zielkunde ist grundsätzlich jeder. Ich gestalte Webseiten und mein Zielkunde ist derjenige, der eine neue Webseite haben möchte. Das ist kein Zielkunde. Das ist die Erklärung. Das ist die Wiederholung deines Angebotes mit anderen Worten. Als nächstes haben wir den Kontakt, Kontakt zur Zielgruppe. Bei mir im Unternehmerfrühstück in Dresden gab es einen Unternehmensberater, der hatte einen sehr klaren Zielkunden. Er ist nämlich spezialisiert auf die fertigende Industrie. So 100 bis 500 Mitarbeiter. Und dort möchte er die Führungskräfte trainieren. 100 bis 500 Mitarbeiter in der fertigenden Industrie. Mit einem Wort Fabrikbesitzer. Ich weiß nicht, wie viele Fabrikbesitzer du kennst. Schreib mal die Zahl in den Chat, ne? In unserem Unternehmerfrühstück in Dresden war das ziemlich genau null. Und dann gibt es noch das Training. Das Training. Hat man null, null, auch null. Okay. Oh, vier. Okay. Da haben wir es ja schon. Und null. Training. Hast du denjenigen denn auch trainiert, dich zu empfehlen? Und da habe ich jetzt ganz bewusst so ein paar ziemlich makabere Beispiele, damit sie im Gedächtnis bleiben. Hören Sie mal, Sie fettes Pummeltier, ne? Die extra Kilos sehen aber gar nicht gut aus. Ich kenne einen Fitnesstrainer, der wird Ihnen mal helfen, abzuspecken. Wollen Sie den mal kennenlernen? Wann darf der Sie anrufen? So heute Abend oder morgen früh? Sagt doch keiner. Was ist das denn für eine Akne? Und die Falten dabei. Also, ich kenne die Birgit von der Firma Ringana. Die hat da so eine Faltencreme. Wenn Sie sich die mal draufschmieren, sehen Sie in 3 Wochen wieder aus wie ein Mensch. Wollen Sie die kennenlernen? Das wäre auch vegan. Ringana ist vegan. Frische Kosmetik. Wollen Sie? Und Sie wissen schon, dass Sie im Alter pleite sein werden. Flaschen werden Sie aus Mülleimern sammeln. Ha? Aber mein Bruder ist bei der DVAG. Der könnte Ihnen mal die Finanzen sortieren. Merkt ihr was? Das sagt doch keiner. Menschen sind nicht zwingend in ihrer Komfortzone, um dich zu empfehlen. Erst wenn sie so begeistert sind, dass sie nur darauf warten, jemanden auf dich ansprechen zu dürfen, dann hast du sie richtig trainiert. Sechs Schlösser. Und für diese sechs Schlösser gibt es 12 Schlüssel.
das Alleinstellungsmerkmal, Elevator Pitch, das ist eine 60-Sekunden-Präsentation. Gerade diejenigen, die das Speedgating, das Speedkontext von mir kennen, die werden sich wundern, wie lang auf einmal 3 Minuten sind, wenn man sich in einer Minute präsentieren kann. Dadurch wird das Angebot klar, der Zielkunde wird klar. Storytelling, Geschichten erzählen mit Referenzen. Alle, die meine Webinare kennen, ich erzähle nur Geschichten. Erfolgsregeln, Gewinnereinstellungen und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind alles Punkte, das würde selbst ein Dreitagesseminar würde ersprengen. Wir konzentrieren uns auf das Kontakte gezielt aufbauen. Wir sind ziemlich tief drin in dem Elevator Pitch Training, weil da auch alles drin steckt. Wir nehmen alles dran, wir schauen uns alles an. Fokus ist hier auf Kontakte gezielt aufbauen. Komplett alles, das dauert Monate. Hier nochmal in einer anderen Darstellung. Empfehlenswert werden, Netzwerkaufbau und Kommunikation. Wir gehen einmal im Schnelldurchgang durch die Netzwerktreppe, dass Sie also das Rüstzeug von einem Business-Netzwerker habt und damit Kunden gewinnen könnt. Dieses sind die besten Strategien, die besten Techniken, die es ja wahrscheinlich auch im auch weltweit, nicht nur im deutschsprachigen Raum, die es gibt. Wenn ich was Besseres jemals gesehen hätte, ich würde sagen. Als zweites motivierte, gute Kontakte. Und das ist das Besondere bei der Empfehlungsexplosion. Ihr seht hier einige, die schon teilgenommen haben bei unserer Veranstaltungen, dass aus den Online-Netzwerken dort auch sehr viele physische Treffen vor Ort geworden sind. Und das in aller Welt, in etlichen Kontinenten. Diejenigen, die ihr hier seht, das sind Mitglieder aus dem Empfehlungsteam, aus meinem eigenen Netzwerk. Es kommen Mitglieder vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Das ist das größte deutschsprachige Unternehmernetzwerk. Vom Business-Netzwerk international kommen Mitglieder, natürlich von der Masterclass of Networking, von den von mir ausgebildeten Profi-Netzwerker. Die Akademie für digitales Arbeiten ist stark vertreten. Ja, und ich erwähnte bereits hier oben natürlich das Empfehlungsteam. 50 Teilnehmer erwarte ich mindestens. Vielleicht werden wir über 100. Stell dir mal vor, da sind 50, vielleicht 100 Menschen mit einer Schatztruhe randvoll mit Kontakten. Stell dir mal vor, was das für ein Potenzial für dich ist. Und das Wichtigste ist die Energie. Der Name Empfehlungsexplosion ist abgeleitet von meinem Mentor Blair Singer. Das ist nicht Blair Singer, das sind andere Teilnehmer. Und ich bin hier in Malaysia, in Asien, und hier hat das Sales Explosion Programm stattgefunden. Aus der Sales Explosion habe ich die Empfehlungsexplosion gemacht. Mein Mentor, der Blair Singer, übrigens, wie viele von euch kennen Robert Kiyosaki? Blair Singer und Robert Kiyosaki sind Best Buddies. Und ich bin von der kompletten Rich Dad Family ausgebildet. Von dem Mindset-Trainer von Robert Kiyosaki, vom Steuerberater von Robert Kiyosaki, die habe ich alle kennengelernt. Aber hauptsächlich eben Blair Singer, das ist so der Speaker und Sales-Trainer, auch von Robert. Und dieses Seminar, die zweitägige Sales Explosion, die ist schon ziemlich geil. Auch da geht es um Energien. Und der Blair schafft einen solchen Kontext, ne, eine solche Energie, dass die Leute dann die Telefone rausholen, ihre Kunden anrufen und damit werden dann mehrere Millionen Dollar Umsatz gedreht. Also, wo ich dort bei war, haben sie so 6,5 Millionen Dollar Umsatz erzielt über Telefonverkauf in meiner Anwesenheit.
Ja gut, mit einer Gruppe von etwa 500 Leuten. Ist schon beeindruckend, aber zum einen ja, habe ich da jetzt wegen der Zeitverschiebung als Deutscher nicht so wirklich mitmachen können. Und zum Zweiten wollte ich es auch nicht, weil es ist immer noch Telefonakquise oder auch wenn man Bestandskunden anruft. Und das habe ich weiterentwickelt von Telefonakquise zu Kontakte austauschen. Also derselbe positive Rahmen, aber eben nicht irgendjemandem etwas verkaufen, sondern mal einfach Informationen weitergeben und zwei Menschen zusammenbringen, die wie Puzzleteile zusammengehören. Die Empfehlungsexplosion ist eine mittlere Lizenz zum Gelddrucken. Es geht nicht nur um das, was ihr lernt. Das, was ihr lernt, ist an sich schon genial, weil ihr es mitnehmen könnt, euer ganzes Leben lang anwenden könnt. Aber was hier passiert, während der Veranstaltung, dass dort durch den Kontaktaustausch echte Kunden entstehen, das gibt es sonst nirgendwo. Ich kenne Leute, die buchen für Tausende von Euros Tickets für Seminare, nur um zu netzwerken. Die interessieren sich nicht für die Inhalte, die kennen die Inhalte schon, die gehen nur zum Netzwerken hin und wir machen das ganz intensiv in Perfektion. Wir stellen Netzwerkveranstaltungen nach. Ihr seht jetzt hier, wie wir ein BVMW-Frühstück nachstellen. Wir stellen ein BNI-Frühstück nach. Die gängigen Veranstaltungen, die simulieren wir, weil dadurch wird am meisten gelernt. Und ja, das geht online ganz fantastisch. Dafür muss man nicht im selben Raum sein. Ist sogar besser. Wir lernen einen Elevator-Pitch und wir machen ein Business-Speed-Dating. Was ja schon mal die perfekte Gelegenheit ist, dass du deinen Elevator-Pitch üben und perfektionieren kannst. Und wenn du jetzt immer wieder Leuten sagst, was du machst, was du tust, welche Kunden du suchst und welchen Nutzen, welchen Mehrwert du diesen Kunden bietest, da lässt sich doch gar nicht verhindern, dass jemand sagt, so einen kenne ich. Oder jemand anders sagt, boah, spannend, das könnte ich selber gebrauchen. Und deswegen kommt es dort zu so vielen Aufträgen während der Veranstaltung. Zweite Übung, Wunschkunde. Du lernst zu beschreiben, wie dein perfekter Kunde aussieht, welchen Nutzen du dem Kunden bringst. Ja, und dann stelle ich die Frage vor 50, vor 70, vor 100 Anwesenden, wer kennt solche Kunden? Wer kennt solche Unternehmen, die der Harald sucht? Und dann baue ich einen Rahmen auf, dass Harald empfohlen werden kann von denjenigen, die sich melden. Es ist die Empfehlungsformel. Du sagst zuerst, wer ist dein Zielkunde? Dann frage ich nach, wer hat Kontakt zu solchen Menschen? Ich frage nach, kennst du Haralds Angebot? Hast du Vertrauen in seine Fachkompetenz? Bist du motiviert, die beiden zusammenzubringen? Was würdest du deinem Kontakt über Harald und sein Angebot sagen? Harald, möchtest du auch so empfohlen werden? Und dadurch ist der komplette Fluss gegeben. Alle sechs Schlösser sind offen. Du bekommst durch diese Übung mehrere Kunden während des Webinars. Gut oder gut? Gib mal ein Zwischenfeedback in den Chat. Dritte Übung, Referenzkunde. Du lernst eine mitreißende Referenz zu formulieren. Und du wirst im Gegensatz zum Elevator-Pitch, wo du über dich selber sprichst, sprichst du über deinen Partner. Du hast dort einen Partner und ihr tragt die Referenzen über euch selber vor, über Kreuz. Ist übrigens die Wingman-Strategie, über die werden wir noch ausführlicher sprechen. Du erhältst also vor allen Teilnehmern öffentlich eine Referenz. Jemand sagt über dich, wie großartig er dein Business findet, was du für einen Mehrwert bringst. Und das wirkt schon ganz anders, als wenn du selber sagst,
wie toll du dich findest. Hier haben wir jetzt, ich habe die Farben gerade gar nicht erklärt. In dieser Übung geht es um den Vertrauensaufbau und um neue Kontakte. Deswegen ist das grün. Vierte Übung, Aktivierungsgespräche. So viele Leute kennen sich und suchen dann immer nach neuen Kontakten und die Wiese ist woanders immer grüner. Ja, mach doch erstmal mehr aus den Kontakten, die du bereits hast. Es ist nicht wichtig, was du jemandem gesagt hast, sondern es ist wichtig, was er verstanden hat und was er sich merken kann. Und deswegen schauen wir, was ist bei den Gesprächspartnern hängen geblieben. Wenn du diese Technik verstanden hast und anwendest draußen in deiner Stadt mit deinen bestehenden Kunden, ja selbst mit deiner Familie, du aktivierst einen Gesprächspartner mit dieser Formel bis hin zur Empfehlung. Innerhalb von einer halben Stunde wirst du drei Empfehlungen bekommen, wo dann statistisch gesehen zwei Kunden draus werden. Hier geht es einmal komplett durch die ganze Empfehlungsformel. Woche. Übung. Woche 5, Übung 5. Reversives Empfehlen. Beim reversiven Empfehlen, ich nehme dieses Beispiel von den Luftballons. Vielleicht kennst du die Geschichte schon. Ein Schullehrer hat alle Schüler der Schule in eine Turnhalle eingeladen und jedem Kind einen Ballon gegeben. Wir haben das übrigens nachgestellt bei der Generalversammlung der Deutschen in Paraguay, ne, Dominik, du erinnerst dich. Also jedem einen Ballon gegeben, wo man seinen Namen draufschreiben sollte. Und dann sind alle Ballons einmal so ab durch die Mitte und ein bisschen durchwurschteln. So sagt der Direktor, stopp. Jetzt findet jeder seinen Ballon, so schnell wie er kann. Was glaubst du, passiert, wenn 600 Kinder durch eine Turnhalle jagen und einen Ballon suchen? Weg da! Der Blaue ist meiner! Oh nee, doch nicht! Anderer Blaue! Riesenchaos. Dann hat der Lehrer in der Pfeife getrillert. So, es nimmt sich jeder einen Ballon, egal welchen. Er macht einen großen Kreis. Du fängst an, welcher Name steht auf deinem Ballon? Max Mustermann. Wer ist das? Maxchen, Hand hoch. Ja. Gib Maxchen seinen Ballon. Und jetzt du. Und nach 5 Minuten war der Raum geklärt. Und das ist der Unterschied. Wenn nämlich jeder losläuft und schwäbisches Schwimmen macht, ich, dann gehen wir alle unter. Ballons platzen. Wenn aber jeder tut, wenn der jeder schaut, was er für die anderen tun kann, dann ist für jeden ein Kunde dabei. Und genau so machen wir das mit Kontakten. Du stellst einen interessanten Menschen vor. Ein Juwel aus deiner Schatztruhe. Und wenn das deine eigene Schwester ist, du wirst dich wundern, wie viele Leute sagen, boah, das ist ja der Wahnsinn. Diese Menschen kann ich so einen krassen Mehrwert bieten. Bitte bring uns beiden zusammen. Dieser Mensch, den wir vorstellen, ist ein potenzieller Kunde oder Kooperationspartner. Ich moderiere also reihum. Es ist wieder die Empfehlungsformel in einer anderen Reihenfolge. So, wir haben hier einen Kontakt. Wer möchte diesen Kontakt zum Zielkunden haben? Du, warum? Mit welchem Angebot? Aha, ist dein Angebot interessant? Was denkst du? Ist dieses Angebot von ihm interessant für deine Schwester? Okay, hast du Vertrauen in die Fachkompetenz? Bist du motiviert, die beiden zusammenzubringen? Was würdest du deiner Schwester über ihn sagen? Und das mit 50, mit 100 Leuten im Raum. Das ist ein Feuerwerk. Das ist ein Feuerwerk. Du meldest dich, stellst eine Person vor, nun fünf, sechs andere sagen, sie wollen den kennenlernen. Dann werde ich euch rüberschieben in eine Breakout-Session, dass ihr darüber sprechen könnt. Mit den anderen mache ich weiter, bis jeder seinen Luftballon mal gezeigt hat. Das hat Potenzial, Millionen in Euro zu drehen.
über 100 Empfehlungsgeber für dich, wenn wir ja auch selber noch weiter einladen zur Empfehlungsexplosion. 50, aber mindestens. Was würde das für dich bedeuten? 100 ausgebildete Profi-Netzwerker. Und du kannst mit allen zusammenbleiben. Ich nehme dir die Kontakte nicht weg. Du kannst mit denen nach Wochen, nach Monaten immer noch kooperieren. Ihr könnt euch immer noch weiterhin Empfehlungen geben. Wie geil ist das denn? Und ich sage dir noch was. Die wirklich großen Geschäfte laufen sowieso nur über das Vitamin Beziehung. Wieso habe ich Trainings gegeben für die Sparkasse in Deutschland, also konkret in Leipzig? Weil der Vorstandsvorsitzende ein Fan von mir ist. Das Bild kennen wir schon. Nun, Tobias Beck, einer der bekanntesten Trainer im deutschsprachigen Raum. Und ich, wir sind Kumpels, wir kennen uns von einer gemeinsamen Ausbildung. Nun, deswegen hat er mich auch eingeladen, Backstage hinter der Bühne zu sein. Warum hat das MDR die Reportage über mich aufgenommen? Ja, weil die irgendwelche Ads von mir gesehen haben oder weil ich die Telefonakquise gemacht hätte? Natürlich nicht. Persönliche Beziehungen. Deutsche Vermögensberatung ist der Branchenprimus. Nun, warum haben die mich eingeladen, dass ich dort in deren Trainingscentern Trainings gebe? Weil dort die Mitarbeiter der DVOG sagten, boah, das ist so genial, was der Roman Topp macht, den brauchen wir intern. Wieso habe ich im Deutschen Bundestag Silvester gefeiert? An meinem Ellenbogen seht ihr das Bundeskanzleramt. Und das hier, Panama, bin ich jetzt bald auch wieder. Das war eine Delegiertenreise mit Botschafter und der Wirtschaftsminister von Panama hat die Begrüßungsworte gehalten. Ein Honorarkonsule, das war die Crème de la Crème. Und da haben die Deals abgeschlossen. Panama hat die dritte U-Bahn-Linie gebaut. Und da war die deutsche Firma Herrenknecht mit den Chinesen in der Endausschreibung um diese Tunnelbohrmaschinen. Das ist ein Milliarden-Euro-Projekt. Und die Deutschen haben das bekommen. Und so etwas, das wird dann dort vernetzt. So etwas ist möglich. Das passiert nicht über Telefonakquise. Das passiert nicht über irgendwelche Ads schalten oder E-Mails schreiben. Alles, was wichtig ist, passiert über persönliche Kontakte. Und deswegen ist Netzwerken die wichtigste Eigenschaft für dein Business. Sind wir uns da einig? Selbst diejenigen, die Copywriter ausbilden, die Ads schalten und anderen zeigen, wie sie Ads schalten, ja, selbst die sagen, Netzwerken ist das Wichtigste. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, ohne die richtigen Kontakte. Deswegen ist es wichtig, Netzwerken zu lernen. Übrigens, ich habe an den Namen gesehen, dass viele von euch bereits im Ausland sind oder auswandern wollen. Und was glaubst du, was das Wichtige ist, wenn du in ein neues Land gehst? Die richtigen Kontakte. Du bist im Arsch, wenn du nicht die richtigen Kontakte hast. Ich bilde deine Empfehlungsgeber für dich aus. Wenn du richtig clever bist, da kommst du nicht nur zur Empfehlungsexplosion, sondern du bringst zwei von deinen besten Kooperationspartnern mit. Zwei Geschäftsfreunde, zwei Unternehmer, zwei Selbstständige, die du kennst. Weil was wird passieren? Die werden total begeistert sein. Die werden dir super dankbar sein, dass du ihnen dieses Seminar ermöglicht hast. Und ich bilde sie während der Netzwerkveranstaltung aus, dich zu empfehlen. Ich bilde deine Kollegen aus, dich zu empfehlen, dir Kunden zu bringen. Du wirst auf Wochen, wirst du was zu tun haben. Das hier ist eine Nachricht von gestern. Ist mir wichtig, auch mal wieder aktuelle Referenzen zu zeigen. Roman, meine kleine Erfolgsgeschichte im Oktober. Ausbildung zum YouTube-Manager in der Akademie für digitales Arbeiten. Im Dezember, wobei ich glaube sogar, das müsste auch November gewesen sein, im November den Kunden Max auf der Empfehlungsexplosion kennengelernt und dann beim Visionsabend nochmal Mindset verbessert. Im Januar von null an einen TikTok-Kanal aufgebaut. April 23 den Traum verwirklicht vom Auswandern in die Domrep. Und ein Jahr später
ne, im Oktober 90.000 Follower im TikTok-Kanal und der Bayerische Rundfunk hat darüber berichtet. In diesem Sinne sage ich nochmal herzlichen Dank, lieber Roman. Ohne deine Impulse wäre das so nie passiert. Das ist eine von vielen Geschichten von der Empfehlungsexplosion und da steckt ein wichtiges Wort drin. Ereigniskette, Empfehlungskette. Was häufig auch passiert, ist, dass das Große ein bisschen später kommt. Nun, du lernst einen Menschen kennen. Also, ich fantasiere jetzt mal. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Empfehlungsexplosion, die würde dir jetzt warum auch immer nichts bringen. Vielleicht hast du dein Angebot noch nicht so weit entwickelt oder du würdest später nochmal dein Angebot ändern. Aber irgendwie kannst du da jetzt gerade nichts draus mitnehmen, was schon sehr unwahrscheinlich ist. Aber selbst dann passiert etwas ein paar Monate später durch einen Kontakt, den du genau da kennengelernt hast. Du bist dann drin im Club der Business-Netzwerker und daraus wird dann was Riesengroßes. Könnte Dominik auch bestätigen, dem gebe ich nachher gerne nochmal das Mikro dazu. Ja, die Empfehlungsexplosion findet statt am 17., 18., 19. November. Von der grauen Maus zum Spezialisten ist übrigens auch eine ganz tolle Sache für diejenigen, die so ein bisschen schüchterner, zurückhalter, introvertierter sind. Ist genau die richtige Übung für euch. Früher waren es 14 Stunden an einem Tag zusammengequetscht. Jetzt machen wir 3 mal 7 Stunden. Ist viel besser. Kann man mehr merken, mehr mitnehmen und ja, mehr Kunden mitnehmen und mehr Wissen mitnehmen. Ist definitiv besser. Übrigens auch in einer angenehmen Zeit, sowohl für die Südamerikaner als auch für die Europäer. Das weltweit beste Netzwerktraining mit Kundengarantie. Ich weiß nicht, wie blöd man sich anstellen muss, um da keine Kunden zu bekommen. Letztes Mal, also im Mai, hat es keiner geschafft, keine Kunden zu bekommen. Oder Umkehrschluss, jeder hat Kunden bekommen. Habe ich abgefragt. Was kostet ein 3-Tages-Intensivtraining mit de facto Kundengarantie? Für die Seminare, die ich dort belegt habe, ne, mit Tobias Beck zusammen, bei Robert Kiyosakis Kollegen, da kannst du rechnen, 1.000 Euro für einen Seminartag. 3 Tages-Intensivseminar, 3.000 Euro. Und uns haben sie keine Kundengarantie gegeben. Das war nur Wissen. Ne? Was kostet ein 3-Tages-Training überhaupt? Ja, 3.000 Euro ist realistisch. Was verdienst du an einem einzigen Neukunden? Vielleicht auch aufs Jahr hochgerechnet. Ne? Wenn dir jetzt ein Kunde 500 Euro im Monat bringt, mal 12 Monate sind das 6.000 Euro, die du an einem Kunden verdienst, jedes Jahr. Und was ist dir der eine Kooperationspartner wert, der die 10 Kunden bringt? Geh das mal geistig durch. Natürlich kostet das Seminar keine 3.000 Euro, ne? Deutlich günstiger. Wir haben einen Preis von 597. Ich habe das aus dem Shop abfotografiert. Und was bei mir immer üblich ist, das ist sowas wie ein Frühbucher-Rabatt. Empfehlungsexplosion.de blende ich gleich ein. Und hier haben wir einen Frühbucher-Rabatt, einen Bonus von 60%. Wir haben angefangen mit 197 Euro und es sind immer 3 Tickets. Wenn 3 Tickets verkauft sind, dann gibt es diesen Preis nicht mehr. Für die nächsten 3 Tickets sind es 20 Euro mehr. Ist seit heute auch ausverkauft. Für die nächsten 3 Tickets sind es 237. Das könnt ihr jetzt noch heute haben. Die drei von euch, die sich am schnellsten entscheiden. Ich zeige nochmal hier den Link für die ganz schnellen, bevor ich es einblende. Wenn die drei weg sind, sind es 257, 277 und so weiter und so weiter. Bist du ein Macher? Oder bist du jemand, der wartet, 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 bis wir auf 597 Euro sind?
Wenn du ein Macher bist, wenn du auf dem einfachsten, angenehmsten und schnellsten Wege neue Kunden haben möchtest, und zwar deine Wunschkunden, dann lade ich dich herzlich ein zur Empfehlungsexplosion 2023. Jawohl. Und hier seht ihr sie. Schreibt es nochmal in den Chat. http://www. Empfehlungsexplosion.de. Zack. Habt ihr im Chat? Ihr seht das alles nochmal beschrieben. Ihr seht, was passiert. Ihr seht alles, das ich auf den Folien euch gerade gezeigt habe. Ja, und dann auf zu deinem Ticket. Und hier die Kategorie 2730, die haben wir jetzt noch. Und dann geht es immer um 20 Euro rauf. Bin gespannt, wo dann der Preis stehen wird für diejenigen, die das hier als Aufzeichnung sehen. Ja, und damit würde ich sagen, ihr könnt eure Fragen in den Chat schreiben. Und Dominik, hast du Lust, ein paar Worte zu sagen? So, da ist er. Dominik, du bist letztes Mal dabei gewesen. Jawohl, ich bin letztes Mal dabei gewesen und ich habe auch für dieses Mal schon ein Ticket gebucht, einfach weil es für mich ein No-Brainer-Angebot ist. Ein Kunde, den ich gewinne, ist bei mir mindestens 500 Euro wert und als Dienstleister lohnt sich das natürlich dann schon bei allen Kunden. Ich hatte beim letzten Mal mindestens 10 Kontakte, die mir angeboten wurden. Und ich habe nachgezählt, es wurden auch 2 bezahlte Aufträge draus. Und zusätzlich natürlich die Netzwerkausbildung. Also du kriegst eine Ausbildung, also nochmal so einen Crashkurs quasi, oder wenn du noch nie dabei warst. Also es ist auch ideal für Einsteiger. Von null auf das Netzwerken in kurzer Zeit zu lernen, denn es ist ein Handwerk, das ist nicht, das kann man nicht, da kann man nicht 100 Bücher drüber schreiben, zumindest nicht über das Wichtigste, was man braucht, um den Erfolg zu erzielen, sondern das Wichtigste ist ein gewisses Handwerkszeug. Und wenn man das beherrscht, dann funktioniert es plötzlich. Ja, so sehr ich meine eigenen Bücher mag, habe ich von niemandem das Feedback bekommen, dass der durch die Bücher jetzt hier irgendwie richtig reich geworden wäre. Und das Feedback bekomme ich durch die Live-Trainings dann eben andauernd. Wissen aus Büchern, da ins Handeln zu kommen, ins Anwenden zu kommen, das sind eben nur die Techniken. Es sind aber nicht die motivierten Kontakte und es ist nicht die richtige Energie, dass wir es jetzt zusammen machen. Wie ist dein Eindruck gewesen so von der Veranstaltung im Allgemeinen? Übrigens nur 2 von 10 Empfehlungen abgeschlossen. Das ist ja gar nicht mal so die perfekte Quote. Da weiß ich, woran wir das nächste Mal arbeiten können, ne? Man sagt ja eher so 50 bis 60% der Empfehlungen werden dann auch zu Kunden. Da werde ich noch mal ein bisschen mehr für dich tun, dir noch ein bisschen mehr helfen. Wie ist so dein Eindruck gewesen von den Erfolgen der anderen, von der Veranstaltung im Allgemeinen? Also von der Veranstaltung im Allgemeinen, das Feedback war sehr, sehr positiv. Ich glaube, es war nicht ein einziger Teilnehmer da unzufrieden. Und du hattest auch am Schluss mal abgefragt, was du denn für einen Preis als realistisch erachtest. Und da hat jeder, aber ausnahmslos, einen deutlich höheren Preis genannt als das, was wir damals bezahlt haben. Und ja, es ist jetzt einen kleinen Ticken teuer geworden, aber es ist immer noch ein Schnäppchen. Also wenn ich bedenke, alleine für die Auffrischung meines Netzwerkwissens wäre es das Geld schon wert. Dann habe ich die Moderation von dir, die nochmal deutlich mehr Kontakte zusammenbringt, als wenn ich jetzt alleine losziehe. Und ich habe quasi noch Kunden, die ich aus der Veranstaltung mitnehmen kann. Also deswegen bin ich hier, habe meine Freizeit nochmal geopfert, um euch mitzuteilen, holt euch das Ticket. Ich werde vom Roman nicht bezahlt und das ist auch nicht verabredet, dass er mich auf die Bühne holt. Es ist mir einfach ein Bedürfnis, das euch mitzugeben, wenn ihr selbstständig oder Unternehmer seid und wenn man euer Business online machen kann, kommt zu dieser Veranstaltung. Und wenn man es offline machen kann, dann ist auch der Wissensteil schon so viel wert, dass es sich lohnt auf jeden Fall.
Jawohl, danke Dominik. Und ich sehe die E-Mails aufpoppen. Harald hat schon als erster bestellt. Hat sich gelohnt, dass ich dich gerade als Beispiel erwähnt habe. Ja, das ist ja alles kein Geheimnis. Wir haben letztes Mal gefragt und es wurde ein Preis genannt von 400 € im Durchschnitt, was dieses Seminar dort wert sein sollte. Und deswegen haben wir auch genau diesen Preis genommen, im Durchschnitt 400 €. Du warst einer der Ersten, der bei 200 € sofort zugegriffen hat. Und für andere sind es dann eben 600 €, weil sie jetzt heute sich nicht entscheiden wollen, nochmal mit der Katze diskutieren wollen. Ne? Und ja, dann sind eben andere schneller und haben den besseren Preis. Aber zwischen 200 und 600 € sind 400 € genau die Mitte, so wie es letztes Mal abgestimmt wurde. Ja. Im Übrigen auch gut so, weil das konnte ich auch langsam keinem mehr erklären, warum wir eine so geniale Veranstaltung 3 Tage, die woanders tausende Euro kostet, was sie auch wert ist, warum wir das verschleudert haben für viel zu wenig. Deswegen nähern wir uns langsam schrittweise dem an, was es auch wirklich wert ist. Jawohl. Danke, Dominik. Ich blende es nochmal ein. www.empfehlungsexplosion.de. Okay, jetzt steht hier ein anderer Link, weil es eine Weiterleitung ist. Aber empfehlungsexplosion.de, das kann man sich ja merken. Und freue mich dann, wenn wir uns wiedersehen. Übrigens, dieses Webinar, das wird nochmal wiederholt. In 3 Wochen müsste ich nachschauen. Das bedeutet, wenn das Klügste, was du machen kannst, das Klügste, was du machen kannst, ist, deine wichtigsten Geschäftspartner mitzubringen. Dominik, wer sind deine wichtigsten Geschäftspartner? Ne, dass du die mitbringst. Wir werden eine Aufzeichnung haben von diesem Video. Das wird auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein. Und ich bin in den Webinaren auch noch einmal live da. Denn wenn du mit deinen stärksten Netzwerkpartnern zusammen in der Veranstaltung drin bist, und ich denen zeige, die für dich trainiere, die für dich trainiere, dass sie dir Empfehlungen geben. Da haben dein Kooperationspartner und du die Veranstaltung zigfach aus. Also, es lohnt sich, empfehlungsexplosion.de.